Die Situation in der Steuerpolitik. Dank der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage schwimmt der Staat im Geld. Die Steuereinnahmen sprudeln. Gleichzeitig entlasten die günstigen Zinsen die Staatshaushalte massiv. Für den Fiskus und die Sozialkassen eine erfreuliche Situation. Doch nicht für die Steuer- und Beitragszahler. Deutschland hat im OECD-Vergleich eine sehr hohe Steuer- und Abgabenquote. Dies spüren kleine Betriebe ebenso wie die Beschäftigten. Ein Grund: Die Tarife und Bemessungsgrenzen sind lange nicht angemessen an Inflation und Einkommenssteigerungen angepasst worden. Konsequenz? Schon jeder Elfte zahlt inzwischen den Spitzensteuersatz. In erster Linie muss der Staat weiterhin den Haushalt konsolidieren, aber gleich dahinter sollte auf alle Fälle eine signifikante Entlastung der mittleren Einkommen folgen. Ein weiteres Problem: Das Steuersystem ist zu kompliziert und nicht mehr zeitgemäß. Die Möglichkeiten der Digitalisierung werden noch immer zu wenig genutzt. Wir als mittelständisches Familienunternehmen der dritten Generation benötigen vor allem einfache steuerliche Regelungen sowie langfristige Planungssicherheit. In der zunehmenden Digitalisierung sehen wir außerdem die Chance, die Zusammenarbeit mit den Behörden erheblich zu vereinfachen. Hinzu kommt: Weltweit verschärft sich der Steuerwettbewerb. Die neuen Regierungen in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien haben erhebliche Entlastungen für die heimischen Unternehmen angekündigt. Steuerlast, Bürokratie und internationaler Wettbewerb sind große Herausforderungen. Was planen die Parteien für die neue Legislatur?